Jetzt geht's los. Hallo. Na, was geht? So. Ah, ich wollte eigentlich vorher noch was machen. Pass auf, wir machen vorher noch was. Ist jetzt eigentlich voll dumm, dass ich das schon gestartet habe. Wir machen vorher was. Und zwar. Entschuldigung. Erstmal machen wir hier Folgendes. Ja, ja, Kritzelpost. Okay. Ja, okay. Okay, Nintendo. Ich will die Kritzelpost jetzt nicht öffnen. Ich will die Demo starten. Denn dann hole ich mal eben das Zeug rüber aus der Demo. Dann habe ich das nämlich fertig. So. Müssen wir eben jetzt zum Prof? Zum Prof? Prof, ich brauche hier deinen Shit. Nein! Ach, shit. Nein, Vollversion. So. Ja. Was möchtest du auf die Vollversion übertragen? Quajutsu möchte ich übertragen? Ja. Beachte, dass dieses Pokémon erst auf dich hören wird, wenn du im Pokémon Mond oder Sonne zwei große Prüfungen gemeistert hast. Okay, einen haben wir ja schon. Okay. Betreiben wir trotzdem schon mal, dann habe ich Quajutsu schon mal drüben. Dann möchte ich übertragen den ganzen Geldkram. Sternenstäube möchte ich übertragen. So. Und die Nuggets. Weil mehr, eigentlich hat man ja kaum mehr gekriegt. Es war ja eigentlich nur Quajutsu, was man hier bekommen hat. Ah ne, Sternstücke auch, okay. Und Nuggets. Damit sichern wir unser Einkommen in Sonne. Das mache ich jetzt eben fertig und danach machen wir weiter. Und die Nuggets. Ach, Prachtfedern auch noch. Ach, du großer Gott. Oh, so viel, was man hier in der Demo bekommen hat. Unglaublich. Okay, Moment. Ja. Ach, und Duftpilz. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Und das letzte jetzt noch. Er hat doch einiges bekommen in der Demo. So, und Duftpilze. So. Okay. Das müsste ich ja eigentlich einfach rausgehen können, ne? Ist ja eigentlich jetzt alles in meiner Vollversion drin. Man hat doch keine Zeit mehr, irgendwas zu tun, wenn du ständig streamst. Tja, du musst ja nicht gucken. Ne? Warten wir mal eben hier. Der Old 3DS ist nicht der schnellste im Laden. Deswegen müssen wir ein paar Sekunden warten. So. Ignoriert, dass ich Mario Maker auf dem 3DS habe. Ihr habt nichts gesehen. Hust, hust. Muss ich noch ein Video zu machen. So. No valid data. Ja. Pokémon Sonne. Ist klar. Ist ja wohl valid. Und das werden wir jetzt sehen. Die voll valid ist. Danke. So. Zu trinken eingekippt und jetzt können wir endlich normal starten. So. Wo kann ich den ganzen Kram denn abholen? Bist du jetzt der Abholtyp? Ich habe 6 Geschenke für dich erhalten. Welche Art von Geschenk möchtest du annehmen? Oh nein, alle, komm. Ja, ich möchte es annehmen. Oh, ich muss wieder Platz haben. Okay, warte. Moment. Mit Tilo, geh mal so lange raus. So. Ich möchte nur eben die Geschenke annehmen. Pokémon. Ja. So, damit haben wir das Ash Quajutsu im Team. Also haben wir nicht im Team, aber wir haben es. Ja, ich möchte alle. Ich habe 5 Item-Geschenkpakete für dich. Alle gleichzeitig. Danke. Gott sei Dank gibt es diese Option.
So, hast du jetzt... Du hast nichts mehr, ne? Okay, dankeschön. So, dann kommt das Ash-Quajutsu nämlich jetzt erstmal auf die Box, weil das hört ja eh noch nicht auf mich. So, und Magnetilo wieder rein. Ich muss noch die Einträge zeigen. Wir haben jetzt Items ohne Ende. Moment. Ah. Eine ganz normale Fehler, die rein gar nichts bewirkt. Die können wir jetzt alle verkaufen. Nee, die nicht. Kann man hier auch sortieren? Ah, nice. Nach, Kategorie. Habe ich jetzt die Kategorie verkauft den Shit? Ja, im Grunde habe ich das. Die können verkauft werden, die können verkauft werden. Die nicht? Okay, ist doch nicht so Kategorie verkauft im Shit. Na gut. Gut. Stopp. Halt, stopp. Komm mal rein. Oh, da liegen wieder Bären. Wolltest du einen Eintrag von mir? Du hast einen Wommel gefangen. Ah, habe ich wirklich. Ah, mit seinem langen Rüssel saugt es also Blütenstaub und Honig auf. Mein Schnucki hat recht, es ist wirklich ganz niedlich. Jetzt hätte ich selbst gerne einen Wommel. Aber zuerst gebe ich dir jetzt mal deine wohlverdiente Belohnung. 3000 Poké-Dollar. Random. Du hast eh niemals Prüfung bestanden, reife Leistung. Dann versuche ich mich mit meinem Dream Team auch mal daran. Mit deinen 3 Pokémon, die du hast. Wer bist du? Achso, das hast du mir schon mal gesagt, daran erinnere ich mich. Okay. Da gibt es wieder Beeren. Bis zum nächsten Pokémon Center zurücklaufen ist eigentlich doof. Aber eigentlich ist es auch nicht weit. Ach komm. Vielleicht finden wir mal einen Radfratz, aber das ist wahrscheinlich auf Route 2 oder 1. Abitak. Könnte ich fangen und einfach tauschen gegen dieses eine Pokémon, was die eine mir geben wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah, Moment. Ja, Ja, Mach einfach Konfusion. Wird schon funktionieren. Ja, sehr gut. Huch! Alter. Hängt das hier im Gras rum. Oh, das verliert wieder ein Item. Das wäre ganz schön cool. So. Alola zusammen. Ich habe heute mal kein Video auf YouTube hochgeladen, was ich gerade streame. Einfach mal gucken, wie viel so ein YouTube-Video bewirkt. Ich vermute, wenn ich das YouTube-Video hochgeladen hätte, wären schon mehr Leute da. Aber ich muss die Leute daran gewöhnen, dass die auch so aufmerksam sind und ich nicht immer ein doofes Video hochladen muss. Das nervt ja auch andere auf dem YouTube-Channel, wenn ich immer ein Video... Oh, hier ist ein Ball. Ein Video hochlade. Das ich jetzt gerade streame. Da ist ein Ball. Komme ich da dran? Ich bin wahrscheinlich der 1000... Nee, bei mir hat noch keine Alola geschrieben, glaube ich. Silberstaub. Was ist denn Silberstaub? Verstärkt Attacken vom Typ Käfer. Geil, erstmal Smetbo geben. So. Hast du hier wieder Beeren? Ja komm, dann nehmen wir die mit. Oder liegen auch immer andere? Sehr gut. Laufe ich jetzt noch zurück zum anderen Pokémon Center und zeig die doofe Driftlon-Eintrag da? Ja, ich zeig dem ihr mal. Ich meine, das ist Kohle, die wir gebrauchen können. Im Friedhof muss ich ja nicht mehr. Eigentlich waren die Pokémon Center ja auch nicht so weit auseinander hier.
Kann man mal eben hinlaufen. Geht sogar wirklich locker. Das ist jetzt hier schon. Echt nicht weit auseinander. Aber zwischen den... Weißt du, der Weg dahin. Der war übel. Driftlo... Warst du das? Ja, gut. Wie bitte, dieses Pokémon ist ein wahrer Kinderschreck. Bleib mir bloß vom Leib damit. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber versprochen ist versprochen. Hier hast du deine Belohnung. 10.000! Alles klar. Alles klar. Läuft bei uns. Wir nehmen den Leuten das Geld aus den Taschen. Das ist so ein wildes Pokémon. Komm mal her. Wahrscheinlich wieder Mangunior, wie immer. Wenn die aus dem Busch rausspringen. Ja. Immer. Immer die Viecher. So, wir haben doch jetzt hier stärkere... Guck mal, okay, sie hat gar keine Käferattacken. Ich dachte, Smetbo hätte Käferattacken. Hat sie gar nicht. Okay. Dann nicht. Kommt vielleicht noch. Aber trotzdem ist Smetbo, glaube ich, das einzige Käfer-Pokémon im Team. Von daher kann Smetbo das ruhig tragen. Versuchst du auch alle Pokémon zu fangen? Nein. Viel zu viel Arbeit. Was habe ich davon? Ich werde alle Pokémon fangen, die ich interessant finde. Und ein Habitat zum Beispiel finde ich nicht interessant, das wird nicht gefangen. Hallo, Tini. Kein Item verloren. Unerhört. Da, 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 da. So, dann laufen wir wieder zurück. Und da ist schon wieder das Pokémon. Es geht so schnell, der Weg ist so kurz. Ich kann auch hier lang gehen, hier ist weniger Gras. Oh, Moment, hier war ich noch gar nicht. Okay, einen Trainer können wir noch machen. Barbiegel. Diesmal könnten wir mal versuchen, Barbiegel mal zu fangen. Wahrscheinlich kill ich es wieder, weil ich einfach 6 Level über ihm bin. Oh, nein, nicht mal. Oh, Nachahmer ist nicht gut. Hat er Konfusion gelernt. Aber wir fangen ihn jetzt einfach vorher. Nein. Wir fangen Barbiegel jetzt einfach. Ganz einfach. Ganz, 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 ganz einfach. Wie oft soll ich nur einfach sagen? Ich weiß nicht. Tada! Sehr schön. Ah, Mizunda erreicht Level 18. Ein OP-Pokémon. Registriert. Barbiegel markiert sein Revier mit einer Flüssigkeit, die aus seiner Schweifspitze austritt. Das klingt falscher, als es sollte. Einmal hier machen, hier. So, zack. Supertank noch mitnehmen. Kämpfen wir mal gegen die hier. Jetzt wird gekämpft. Ja, weiß ich. Die Göre Alma mit einem Pokémon. Macht mich jetzt bestimmt voll fertig. Mit ihrem Traunfugil. Dass sie das schon hat. So. Was machen wir denn da? Komm. Bam. Und wir haben die immer alle Groll. Groll oder Erstauner. Richtig eklige Attacken. So Attacken, die ich selbst nie benutzen würde. So. Bleibt mir gleich die Spucke weg. Mir auch. So. Das fadet immer wieder so langsam ein, das Bild, wenn man gegen die gekämpft hat. Dann denke ich immer, die wollen noch mit mir reden, aber... So ist nicht. So ist nicht, was? Dem ist so nicht.
Ich find's egal, wie die in ihrem Hawaii-Verschnitt für Namen, was die für Namen haben. Alma, Peter, Horst. Ja, ist so. Oder wurde gestern schon drüber geredet im Stream? Dass die Namen viel hawaiianischer sein könnten. So, hier hat uns Elima, wir haben ja die Prüfung gemacht und Elima hat uns hier die Tür aufgemacht. Jetzt gehen wir weiter. Wir waren ja auch schon hier, ne? Da haben wir ja die ersten Flug-Pokémon gefangen. Und mir wurde ja auch schon gebackseat-gamed, dass hier Butalanda existiert. Erstmal machen wir die Trainer hier platt. Der Thorsten. Ein Anton. Anton. Ich will auch einen Anton haben. Einfach weil. Anton basht. Anton best friend. Ich habe die erste Prüfung gemacht. Gestern. Also im Grunde war das die erste Arena, weil hier gibt es ja keine Arenen. So richtig. Bam. So. Der Thorsten. Die haben einfach die Namen aus anderen Pokémons übernommen. Und hier reingepackt. So klingt das irgendwie. Mit dem Thorsten. Hi. Du auch, Trainer? Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden, sondern auch Attacken? Okay. Die Cassie. Das klingt schon spezieller, der Name. Lil Minip. Du bist knuffig. Heilige Mama. Aber dich kennt man schon, du bist nicht neu. Pokémon. Wen nehmen wir denn? Angunia. Ich bin froh, dass sie alle ungefähr gleichmäßig trainiert sind, außer Mizunda halt. Mizunda ist halt Level 18, das ist schon ein bisschen, naja. Over the top. Oh, wollen wir mal Z-Kraft benutzen? Hypersprintergriff. Dieser Super Saiyan Mangunior. Bam. Aber kein One-Hit. Alter! Ich hab mich voll leer gesaugt. Crazy. Oh ja, wohl mega fies jetzt. Hier, Eis. Ah ne, warte, weißer Nebel macht keinen Damage, oder? Nee. Hab ich vergessen. Kann niemand mit Megasauger aufhören? Das ist ja noch schlimmer, als irgendwelche Tränke zu benutzen. Boing. Mein Gott. Wie die mich wegsaugt. Boing. Lola, bin neu hier. Ich glaube aber, ich gucke jetzt öfter mal rein. Das freut mich. Willkommen. Verlierer. So. Bin ganz schön zerstört. Ich wollte jetzt nichts Böses sagen. So, wir haben ja mit Flug-Pokémon hier zu tun, ne? So. Gestern bringt keiner den Spruch und heute gleich zwei. Ja, jetzt ist es schon etablierter. Geh mal nicht dahin. Ich will nämlich erst hier um die Ecke gucken. Ah, da brauche ich wieder Tauros. Zum Trainer? Nein. Wenn ich dich und deine Pokémon so auf Reisen sehe, geht meinen alten Züchter wie mir das Herz auf. Ich danke euch. Ihr seht, das ist für dich. Oh, geil. Die Sanftglocke. Gibst du deinem Pokémon die Sanftglocke zum Tragen, wird es noch zutraulicher.
Okay, cool. Ich will das. Was gibt's hier für Pokémon? Immer spielt der Typ, wenn ich was vorhab. Und Hallöchen, Timo. Ah, dich habe ich. Habe ich dich gefangen? Ich glaube, dich habe ich gefangen. Habe ich dich gefangen? Habe ich dich gefangen? Nee, dich habe ich nicht gefangen. Ich wollte dich mal fangen und dann. Ja. Wird jetzt das gleiche passieren wie letztes Mal auch. Oh nein! Okay, es hat keinen Damage gemacht. Und weg. Okay. Wenn ich einen Botogel fangen will, muss ich irgendwas Schlimmeres, Uneffektiveres reinstellen. Oh, Aquawelle. So. Der Weihnachtsmann. Tschüss, Tini. Danke, dass du kurz reingeschaut hast. Du hast den Weihnachtsmann getötet. Ein zweites Mal. Schrecklich. Kann ich das nur tun? Irgendwie fühle ich mich ein bisschen zu stark hier, weil die wilden Pokémon sind auch nur Level 9. Und ich one-hitze alles. Das ist irgendwie enttäuschend. Was ist denn hier? Oh. Hier ist eine Brücke. Ah, da steht der Professor. Wer ist das? Man kennt mich als den Profi der roten Karte und ich möchte vor deiner Stärke erzittern. Ich werde dir gegenübertreten, sobald du sämtliche Trainer auf Route 3 bezwungen hast. Was? Was ist das denn hier? Zum Mele-Mele-Blumenmeer. Okay, Rainer. Lilly wieder. Wieso guckt die schon wieder so ängstlich? Das ist nicht gut. Birkin, was machst du denn? Komm zurück. Nephias. Birkin ist gerade auf und davon, einfach durch die Blumen hier. Oh, da sind noch mehr Trainer. Alles klar. Und das, obwohl es gerade erst dieses furchtbare Erlebnis auf der Brücke hatte. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Schnell, wir müssen Wölkchen erreichen, bevor es von einem wilden Pokémon angegriffen wird. Und ich? Nehme erstmal die Items hier mit. Ein Superball! Erstmal Wölkchen fangen. Ah, ich kann hier runterlaufen, okay. Und sie starrte in die Ferne und sagte, ich mag Pokémon-Kämpfe übrigens nicht. Genau. Ihr Trick kämpft gegen mich. Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Sie ist wohl der Typ Mensch, der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Ihr seid keine Trainer? Okay. Ich wäre jetzt 100% davon überzeugt gewesen, dass ihr Trainer seid. Voll hübsch hier. Oh mein Gott, ein Kuriogel. Das one-hitte ich doch jetzt auch. Magnetbombe. Ist das die Weiterentwicklung von Wommel? Ist sie das? Dann ist das ein Käfer. Dann könnte ich eigentlich Donnerschock machen. Aber ich weiß nicht, ob der Flug... Nee, der hat nicht Flug drin, oder? Hat der Flug drin? Ich weiß es nicht. Ich mach den einfach mal so klein. Und er heulert mich immer mehr an. Dann kann ich auch gleich... Ah, nee. Spezialangriff ist Donnerschock, ne? Mach immer mehr Damage. Komm, YOLO. Nein, ist nicht Wommel. Okay. Okay, ist tot. War doch zu stark. Versuchen wir es beim nächsten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo Bälle drin liegen, die versteckt sind durchs hohe Gras, durch die Blumen. Deswegen will ich gerade in jede Ecke rennen. Da ist ein Wommel. Ihr wollt mir echt sagen, dass Kuriogel nicht die Weiterentwicklung vom Wommel ist? Die haben das gleiche Gesicht, Mann. Und, okay. Wann entwickelt sich Magnetilo eigentlich weiter? Der hat auch drei Entwicklungen.
Hat er doch, oder? So. Haben wir irgendwas, was vorne stehen kann und nicht so... Achso, Mangunia müsste ich noch wiederbeleben. Ich könnte Trompec mal nach vorne nehmen. Wir beleben Mangunia auch mal wieder. Opfern wir mal einen Beleber. Die Sanftglocke. Okay. Sie hat am Ort das gleiche Gesicht. Das ist gemein. Aber die haben halt den gleichen Stil, die beiden Pokémon. Deswegen gehe ich davon aus, dass die irgendwie zusammengehören. So. Ah ja, die letzte Entwicklung war mit irgendeinem Stein. Und hier gibt es ja noch Magnezone. Wommel wird zu Bandebi. Können wir ihm doch nicht das gleiche Gesicht geben? Genauso aus. Hier gibt's Safcons. Hell yeah. Gut, dass ich schon Smetbo hab. Es ist sogar freaking Level 12. Eigentlich müsste es schon Smetbo sein. Was ist mit diesem Safcon los? Härtner, natürlich. Läuft. Magnetilo wird Magneton zu Magnetzone entwickelt, wenn das sich in irgendeinem Energiefeld über Level 40 entwickelt. Okay, weil das hätte ich gerne. Magnetzone, weil das ist neu. Ach komm. Ich hätte schon mal im Supermarkt gucken müssen, ob es irgendwie einen Schutz gibt oder so. Zerstöre es. Ach, dass wir immer zweimal Schnabel haben müssen. Platin gibt es diese Einstellung, wo man Level 95 Carpodos fangen konnte. Ja, das stimmt. Magnezone ist vierte. Achso, Magnezone ist vierte? Ich dachte, der wäre neu. Komm, ich versuche Flücker zu erlernen. Ja, mach mal. Ich weiß gerade nicht, was Flücker ist. Wahrscheinlich wird eine Flugattacke. Ich habe die vierte Gen, glaube ich, nicht gespielt. Was war XY für eine Gen? Die fünfte? Alles vor XY habe ich nämlich nie mehr gespielt. Oh, Flücker ist eine Flugattacke. Sehr gut. Nice. Sechste? Ja, habe ich alles davor nicht gespielt. Omega Rubin und Saphir habe ich noch gespielt, aber... Da kann ich mich jetzt nicht an einen Magnezone erinnern, falls es das da gab. Und ich dachte, Magnezone wäre neu, weil mich im Chat gestern alle gefragt haben, ob ich Magnetile zum Magnezone entwickle. Und ich dachte, die wären daran so hart interessiert, weil es neu ist. Dann verstehe ich nicht, warum die dann alle gestern so hart daran interessiert waren, ob ich das jetzt zum Magnezone entwickle oder nicht. Das verwirrt mich. Wieder raus, danke. Yeah. Hast du nicht sogar Schwarz-Weiß mal gestreamt? Kann sein, dass ich es angefangen habe, aber richtig beendet habe ich es nicht. War wahrscheinlich ein Stream, den habe ich gemacht und dann nie wieder. Ein Baumball, hallo. Auch sehr effektiv. Hoffentlich töte ich es nicht. Wahrscheinlich töte ich es. Nein, sehr gut. So, Beutel. Warum gehe ich eigentlich darüber und nicht über Y einfach? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Baumball haben wir schon mal.
Ich finde, der Pokédex dauert ein bisschen zu lang. Mit diesem registriert und so. Erstmal fancy und das hier ist auch unnötig da oben, dass Rotom noch was sagen muss. Begegnen sie Freunden, hängen sie eng aufeinander. Wenn sich zu viele versammeln, sehen sie aus wie eine Gewitterwolke. Okay. Boah, die Encounter hier sind ja riesig. Also richtig hoch eingestellt auf Masse. Kann es sein, dass ich Choreogel verdammt selten ist und ich gerade die Chance versaut habe, es zu fangen? Weil es kommt seitdem nicht mehr. Mitsunda, ich Level 19. Brüller. Was hast du? Hast du irgendwas, was du nicht brauchst? Ah, Brüller? Nee, braucht man nicht. Brauche ich jetzt nicht dringend. So, Wölkchen, warte mal. Freundin von dem ist hier. Oh, er sucht mich schon wieder. Ah, ich fühle mich so geliebt. Das macht so viel Spaß. Ich werde ihn noch ein wenig auf die Folter spannen. Du bist ganz schön gemein, Mädchen. Und Random Encounter. Ja. Ah, Choreogel. Darf ich dich nicht? Töten. Der Trümmerer ist nicht sehr effektiv. Ah, Flug auch nicht. Okay. Was bist du denn dann? Bist du dann auch Flug? Rechte Hand, okay. Och nee. Ja, es ist keine Hilfe aufgetaucht. Sehr gut. Glück gehabt. Pick. Ah, noch einmal wird knapp. Wenn er jetzt einen Volltreffer macht, ist es wie tot. Deswegen werfen wir jetzt mal ein Bällchen. So. Komm mit. Was? Okay. Planänderung. Wenn du jetzt nicht mal ansatzweise wackelst, dann machen wir eine kleine Planänderung. So. Du bist ja noch nicht mal ansatzweise fangbar, so laut deinem Gewackel. Deswegen versuche ich dich mal zu paralysieren. Und wenn das nicht geht, bist du Elektro. Okay, es ist Elektro. Oder Stein. Also ähnlich ist es Elektro dann. Stein kannst du ja nicht. Also wenn das Vieh Stein wäre. Wäre ja ganz schön crazy. So, nochmal, komm. Ja, geht doch. Geht doch. Geht doch. Jawohl. Choreogel gibt's in Feuer, Elektro, Psycho. Achso, so einer ist das dann. Registriert. Es ist Elektroflug tatsächlich. Ein Choreogel, das gelben Nektar geschlürft hat mit seinem heiteren Tanz, kann es selbst für die Herzen seiner Gegner mit Wolle erfüllen. Ah, also gibt's auf jeder Insel dann. Auf der einen Insel gibt's dann rote Blumen. Das sind dann die Choreogels für Feuer. Und dann gibt's. Oh, das hat kein Geschlecht. Sehe ich das gerade richtig? Oder gibt. Nee, Moment. Tanz-Cheerleading-Stil. Gut. Das Choreogel gerade. Hat das kein Geschlecht gehabt? Oder ist das im Pokédex immer so komisch angezeigt? Egal. So. Und dann halt gibt's, ne? Lila Blumen und so. Ja, okay. Piu! Wahrscheinlich gibt's dann irgendwo weiße. Und das sind dann die Choreogel. Okay, cool. Toll, das war's. Du bist mir vielleicht eins. Danke, Nephias. Und deinem Trompec sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Yay, geheilt.
Ich habe da etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Kyriogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Kann ich mein Kyriogel dann auch umfärben? Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Oh, Nefers, ist Lily auch mit dir unterwegs? Was machst du hier, Tali? Na, ich habe die Prüfung bestanden. Nefers, ich will rausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Ansonsten müssen wir kämpfen. Boah. Ja, wird er immer noch nur zwei. Oh, sein Pichu ist jetzt ein Pikachu. Oh, oh. Trompec. Trompec. Das ist ein Pikachu, du hast keine Chance. Moment. Obwohl wir haben... Oder machen wir so. Zeig mir, was du kannst. So. Ist nicht effektiv, ja. Das war ja auch so gedacht. Stahl ist leider auch nicht effektiv. Warum tue ich das? Egal, komm, wir machen jetzt Elektro-Elektro-Fight. Ach nein, der macht Heuler. Nee, dann mache ich doch keinen Elektro-Elektro-Fight. Das ist nämlich unfair. Ah, die hat lustige Musik. Oh, doch, wir machen noch ziemlich viel Damage. So, machen wir jetzt doch Elektro-Fight. Macht doch genug Damage. Mit seinem Ruckzuck-Keep kommt er gegen mich nicht an. Ritzel. So. Da-da-da. Ultraschall. Superschall benutze ich eh nie. Weiß eh nicht, warum jedes meiner Pokémon hier Superschall kann. Yeah, jetzt geht's ab. Bautz, ich will natürlich wechseln. Aber wieso ist dein Bautz denn noch nicht entwickelt? Das ist ja voll lame. Bin ich irgendwie zu krass? Arme kleine Bautz. Mal Feuerzahn? Ja, mal Feuerzahn. Hier. Das arme Bautz. So. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was meine Pokémon sonst noch alles drauf haben. Ich sehe schon, der Epiteller muss aus, sonst ist man wieder viel zu OP. Ja, der ist echt. Wir haben beide den Herrscher besiegt. Nefers. Wir sind also ziemlich stark. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich jemals gegen OP gewinnen werde. Wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Nefers. Danke, dass du Lily gefunden hast. Dir gratuliere ich natürlich auch zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Zacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar. Sicher reibt sich Hala jetzt vor Freude auch schon die Hände nach. Hände, was? Wie meinen Sie das? Naja, gehört das auch noch. Das gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Ach, das ist die große. Das heißt, okay, dann gehorcht Quajutsu mir noch lange nicht. Alles klar. Echt so heftig? Lass mir doch Taten sprechen, nicht sie auf nach Lili. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Lili hat vergessen zu sagen, dass sie keine Pokémon-Kämpfe mag. Rotom, geh mal bitte aus dem Bild da unten. Danke, ich wollte nämlich die Map haben. Moment. Ich will dich besiegen. Welchen Trainer habe ich denn hier noch nicht gemacht? Dich? Nee, dich habe ich. Dich habe ich auch. Du bist auch kein Trainer.
Das wollte ich nicht. War ein Habitat laut Schatten, aber es ist, glaube ich, immer ein Habitat im Schatten. Ah, okay. Tali ist ja irgendwie weniger ein Rivale, sondern mega sympathisch und eher ein Freund. Ja, mir geht der auf den Sack. Ich will kämpfen. Aber ich will nur kämpfen. Und krieg den immer auf den Sack. Das ist wie Lilly, die ganze Zeit sagt, ich mag Kämpfe. Ich kämpfe nicht. Schon wieder ein Akketak? Okay. Hier ist kein Trainer mehr. Aber Route 3 ist, glaube ich, auch noch nicht vorbei. Ah, Lilly ist anstrengend. Ich mag Kämpfe nicht. Wölkchen. Ich mag Kämpfe nicht. Oh, Wölkchen. Das ist schon ein bisschen... Und Tali ist so... Hey, ich bin hyperaktiv und will immer kämpfen hier. Nein, ich will nicht Geduld lernen. Okay, gehen wir mal hier weiter. Die Route 3 nach der Brücke schon vorbei? Ein Trainer? Nein. Doch, du bist ein Trainer. Gebe ich meinem Fukano ein Item zu tragen, entlockt es ihm zusätzliche Kräfte. Du hast einen Fukano. Alles klar. Wahrscheinlich das Einzige, was du hast, oder? Ja. Okay. Gucken, ob Trompec das schafft. Trompec ist auf jeden Fall schneller. In your face, Fukano. In your face. Oh, Glut. Okay, geht. Alles klar. Der Trompec ist die Weiterentwicklung von Pepek, ja. Dilidi. Oh, Zystrahl. Ja. Ich mag Zystrahl. Gib. Aber für was? Giftpuder. Jetzt fängt der Struggle an, welche Attacken man mitnimmt und welche nicht. Redbus ist ja eher so Psycho-Pokémon statt Käfer, wa? So, ist hier noch ein Trainer? Wie viele Supertränke man hier findet, ne? Lilly. Dann einmal im Kreis gelaufen um die Insel. Zum Trainer? Nein. Ich hätte da eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Vielen Dank. Die jungen Leute in Alola wissen eben noch, was Gastfreundschaft ist. Ich bin hier gerade in den Flitterwochen, aber seit meine Süße neulich zum ersten Mal einen Wuffels gesehen hat, redet sie von nichts anderem mehr. Okay, du willst, dass ich einen Wuffels fange? Alles klar. Okay. Da vorne, da rechts war ich schon. Ich sehe aber gerade, dass da unten noch eine Höhle ist. Da am Strand, seht ihr? Da ist auch, auf der Map ist da ein Weg. Aber da komme ich noch nicht hin, ohne Surfer anscheinend. Nestball? Okay. Gucken wir mal, ob hier ein Wuffels rumrennt. Wahrscheinlich nicht. Ich habe noch nicht einen Wuffels und noch nicht einen Radfratz hier wild rumgelaufen sehen. Wo man meinen will. Da jeder hier so ein Vieh hat, dass die eigentlich oft vorkommen. Also letztens wurde im Chat gesagt, dass es ca. 80 neue Pokémon gibt. Könnt hinkommen. Ich weiß die genaue Zahl nicht. Informiere mich da nicht. Hier ist es eigentlich recht Wumpe. Ah nein! Das ist Route 1. Okay. Ah, das ist der Weg, der abgesperrt wurde. Da durfte ich dann nicht lang. Okay. Insel-Wanderschaftsschild. Oh, im Blumenmeer gibt es ein Secret.